Ja, moin, jetzt Chris, Victoria Prater Spiele. Heute habe ich dabei 13 Days von Jolly Roger Games im Vertrieb von Ultra Pro. Ja, hier steht es, Jolly Roger Games und Ultra Pro. Ultra Pro ist mir persönlich eigentlich immer nur bekannt gewesen, Trading Card Zubehör und ja, Spielevertrieb anscheinend auch. Ein Spiel von zwei Autoren aus Dänemark, und das muss ich vorlesen, das kann ich mir nicht merken. Und zwar sind das Daniel Skjold Pedersen und Asger Sams Granerud. Die beiden zeichnen sich also verantwortlich für dieses Spiel. Da ist auch noch mehr angekündigt von den beiden und auch in dieser Art. Da bin ich sehr gespannt. Ja, 13 Days. Was ist 13 Days? Ein kartengesteuertes Spiel auf einem kleinen Brett für zwei Personen. Bei 13 Days geht es um die Kuba-Krise 1962. Also die USA platziert in Europa Mittelstreckenraketen. Die Russen reagieren darauf, indem sie auf viele Castros-Insel Raketen platzieren und ein neues Schlachtfeld des Kalten Krieges ist eröffnet, oder ein neues Kapitel des Kalten Krieges ist eröffnet. Das ist der Ausgangspunkt hier. Wir sind nun mal diese Protagonisten des Kalten Krieges. Auf der einen Seite die Russen, auf der anderen Seite die Amis. Also das ist ähnlich ja, wie bei zum Beispiel Twilight Struggle. Und auch der Twilight Struggle ist ein gutes Stichwort, werdet ihr sehen. Bei den Regeln hat auf jeden Fall Elemente von Twilight Struggle, wodurch aber trotzdem auch viele Elemente, die sich eben von Twilight Struggle unterscheiden. Größter Unterschied ist auf jeden Fall die Spielzeit. Bei uns waren es immer so halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Es geht wirklich flott. Und gerade dieses schnelle Spiel ist ein großes Dilemma für die Spieler. Kein negativer Punkt. Das setzt einen nur so wahnsinnig unter Druck. Da kommen wir gleich dazu. Das ist einer der großen Spaßfaktoren dabei. Ab 10 Jahren wird gesagt, und zwei Spieler, gut, das hatten wir schon geklärt, wir platzieren Runde für Runde eben hier auf der ganzen Welt in den einzelnen Schlachtfeldgebieten unseren Einfluss. Das kann auf militärischen Schlachtfeldern, auf politischen Schlachtfeldern, auf öffentlichen Schlachtfeldern, wie auch den Medien und sowas sein. Also da herrscht ein Tauziehen und ja, jeder will es eben für sich entscheiden. Man hat verschiedene Optionen, wie man spielt, hat verschiedene Death-Contracts, denn man muss natürlich aufpassen, dass man bei den ganzen Drohgebärden und Einfluss platzieren und sich immer weiter ausdehnen, eben nicht aus den Augen verliert, dass einer die Nerven verliert und das Ganze in einem irgendwie nuklearen Krieg endet, denn dann ist das Spiel logischerweise zu Ende und man hat verloren. Und wie das Ganze denn jetzt vonstatten geht, gucken wir uns mal jetzt aus der Nähe an. So, hier sehen wir das Spielmaterial und den Spielplan von 13 Days. Ich erläutere das Ganze jetzt einfach mal, was ist so dabei, wie funktioniert das Ganze und dann seid ihr eigentlich auch im Bild. Es ist ja nicht so mega schwer zu verstehen. Die Schwierigkeit kommt eigentlich beim Spielen. So, und zwar nicht regeltechnisch, sondern entscheidungstechnisch. Ich habe hier eine Punkteleiste. Das ist auch so eine Waage praktisch oder eine Wippe. Man arbeitet ja so mit so einem Differenzsystem. Ja, das ist jeweils 5-5, wobei wir aber eben kein Sudden Death haben, wenn irgendjemand 5 Punkte erreicht. Das Spiel geht dann trotzdem weiter. Der Punkt kann immer noch runtergehen. Das ist nicht wie bei Twilight Struggle, wo wirklich bei 25 Punkten Schluss ist. Hier haben wir den DEFCON oder die DEFCON-Tracks. Es gibt 3 DEFCON-Leisten und zwar zugeordnet farblich zu den einzelnen Battlegrounds auf dem Spielplan. Und diese farblich gekennzeichneten Battlegrounds bezeichnen hier also die Orangen. Das sind militärische Battlegrounds. Das sieht man hier an dem Sprengkörper da drauf. Die grünen Battlegrounds sind politisch. Sieht man hier an den Flaggen. Und dann haben wir hier die 3 World Opinion, Television Allegiances und United Nations. Das ist die World Opinion. Das ist dieser lilane Battleground. Da sehen wir hier das Mikrofon als Symbol. Und auch das taucht immer wieder auf. Und auch wenn es bei Karten relevant wird, weiß man das eigentlich auch in der Regel auf einen Blick. Hier unten haben wir die Startpunkte der einzelnen DEFCON-Tracks. Und über den DEFCON ist es durchaus möglich, ein Sudden Death, also sofortiges Spielende, herbeizuführen. Denn wenn, ich nehme mal hier den Ami, wenn nämlich alle Marker, DEFCON-Marker, in DEFCON-Stufe 2 sitzen. DEFCON 3, DEFCON 2, DEFCON 1. Hier ist immer so die Grenze. DEFCON 1 hat 3 Felder. 1, 2, 3, DEFCON 2 auch. Da sehen wir aber hier schon mal zur Warnung das Feld, oder beziehungsweise sind schon die Radioaktivzeichen drauf. Und DEFCON 1, wir haben ein großes. Bei DEFCON 1 ist es nämlich so, wenn am Spiel, also am Rundenende, ein Marker in DEFCON 1 ist, ganz egal wo, ob die anderen auf 0 sind, das ist ganz egal, Spiel zu Ende. Na, dann ist sofort verloren.
Und ebenso eben auch, wenn alle drei Marker einer Farbe auf DEFCON 2 sind. Das muss man ständig im Blick haben. Das hat man ziemlich schnell vergeicht, sage ich mal. Und das ist eigentlich auch schon alles. Hier haben wir noch den runden Marker. Ja, 1, 2, 3 Runden gibt's. Aftermath ist die Endauswertung. Und dann ist das Spiel auch schon zu Ende. Und hier haben wir sehr schön aufgezeichnet, also natürlich mit schönen Schreibmaschinen auf Karo-Papier, praktisch den runden Ablauf. Und den gehen wir jetzt einfach mal durch. Das geht immer los, indem die DEFCON Tracks increased werden. Also alle gehen 1 hoch. Das heißt nämlich auch, ich hatte es ja gerade gesagt, würden die jetzt am Anfang einer Runde so stehen, das heißt, dann würden die Russen tatsächlich zu Beginn der Runde alle hier in Level 2 landen. Na, der muss noch hoch. Was durchaus bitter sein kann. Das heißt, sie müssen auf jeden Fall daran arbeiten, mindestens ein Level rauszukriegen. Sonst wäre die ganze Sache erledigt nach dieser Runde. So. Dann gibt es 3 Agenda-Karten. Das sind diese hier. Agenda-Karten. Das ist was anderes als die Handkarten, die ich während meiner Spiele spiele. Da habe ich 3 Stück und die sind zugeordnet. Das machen wir hier über die kleine Kamera. Die sind auch wieder zugeordnet in den einzelnen Battlefields. Ne? Hier haben wir Turkey. Turkey auf dem Brett ist ein grünes Feld. Wenn da steht World Opinion oder Political, dann geht das da immer um die DEFCON Tracks. Sieht man hier auch an diesem radioaktiven Zeichen. Italy, Military, Political nochmal wieder. Military, der Atlantik. Auch der Atlantik ist ein Battleground. Kuba, Berlin, Kuba in grün. Kuba gibt es nämlich zweimal. Die Kuba-Krise ist ja nun der Mittelpunkt hier. Kuba gibt es sowohl politisch als auch Military. Und hier haben wir nochmal den Personal Letter und die World Opinion. Personal Letter erzähle ich gleich nochmal was dazu. Das sind die Agenda-Karten. Davon bekomme ich jetzt 3 Stück auf die Hand. So, ich mische die mal. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt. So. Und ich habe jetzt diese 3 Karten zu Beginn meiner Runde auf der Hand. Und zwar Berlin, Political, Literary. So, jetzt nehmen wir mal, ich hatte jetzt schon hier mit den Amis angefangen. Jetzt platziere ich mal hier meine Marker. Und zwar platziere ich diese 3 Flaggen jetzt auf dem Spielbrett entsprechend dieser 3 Karten. So, nehmen wir raus hier. Und einmal Military, das wäre da. Dann Political, das wäre da. Und Berlin ist eindeutig hier. Das käme dahin. So, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist Starteinfluss platzieren. Das sind 2 Amis hier. Und die Russen da. Das ist auch thematisch ganz schön gemacht. Denn es war ja so einer der Auslöser, dass die USA eben Atomraketen stationiert haben in Italien und Türkei. Mit relativer Reichweite bis nach Moskau. Und dementsprechend stehen sie auch schon zum Beginn des Spieles hier. Also es ist eigentlich so vom Thema her sehr gut gemacht. So, 3 Agenda-Karten. Mein Gegner macht das auch. Der hätte World Opinion, Political und Italy. So, und hat auch 3 Flaggenmarker. Und hat hier die World Opinion. Political, da sind wir also beide zugange. Und Italy. So, jetzt muss sich jeder für eine Karte entscheiden. Legt ihr hier USSR-Agenda, USA-Agenda. Das heißt, ich entscheide mich jetzt, so, den Russen lassen wir jetzt einfach mal außen vor, ich entscheide mich jetzt, welcher dieser Karten denn für mich interessant sind. Wohlgemerkt, ich bin der Ami und würde Berlin, müsste ich erstmal dran arbeiten, da liegt schon gegnerischer Einfluss. Ich kriege am Ende der Runde Punkte, je nachdem wie viel Einfluss ich jetzt in Berlin hätte, wenn ich mich für Berlin entscheiden würde, oder für die Political-Leiste, da geht es um die Differenz auf der Leiste, oder die Military-Leiste, auch da geht es um die Differenz. Das heißt, sagen wir mal Military, ich würde hier Military spielen und bin der Ami. Das ist jetzt sogar, das ist gerade relativ schwer sogar. Aber angenommen, ich bin hier wirklich hier und die Russen sind irgendwann mal da, das wären für mich dann 1, 2, ne? 3 Punkte Vorsprung. Plus 1, weil es eben eine DEFCON-Aufgabe ist, wäre eine gute Sache. Aber unter diesen Voraussetzungen hätte ich das Spiel verloren, denn alle sind in DEFCON 2. Das heißt, da unten müsste auf jeden Fall einer unten sein. Und so würde ich dann meine Punkte kriegen am Ende. Ja, hätte ich mich für Berlin entschieden, müsste ich dann mindestens eine positive Differenz haben am Ende, um da was zu reißen. So würde ich einen Punkt bekommen. Ja, so keinen. Und so kriegen die Russen einen Punkt. Also, schwierige Sache. Schwierige Sache.
Wobei es natürlich auch so ist, man spielt natürlich auch während dieser Kartenphase drauf. Und die Kartenphase ist gar nicht mal so lang, das werdet ihr gleich sehen. Und möchte sich ja so einigermaßen geheim halten. Man hat ja diese drei Sachen zur Auswahl, der andere weiß, da ist er zugange. Aber wo am Ende wirklich gepunktet wird, das weiß er eben nicht. So, sagen wir es aber mal tatsächlich, ich entscheide mich für, das war beinahe andersrum, ist jetzt nicht ganz original, aber so, ich entscheide mich jetzt einfach doch für diese Karte, für Berlin. Versuchen wir es. So, und der Russe hätte diese drei und würde sich tatsächlich vielleicht sogar für Italien entscheiden, platziert dann seine Agenda-Karte hier. Ja, in der Kartenphase bekommt dann jetzt jeder 5 Karten auf die Hand. So, und auch da gibt es, ich zeige euch die mal, 3 verschiedene Kartentypen. Und zwar gibt es natürlich Karten für die USA, Karten für die Amis, Karten für die Russen und Karten für die United Nations. So, jetzt ist es so, der Würfel ist falsch. So, jetzt ist es so, die Karte sagt 2 Sachen aus, was ich damit machen kann. Entweder kann ich Würfel platzieren oder deplatzieren, das ist das Schöne. Ich kann also 3 Einfluss-Cubes mit dieser Aktion reinbringen oder entfernen, allerdings immer aus einem Feld. Ja, ich muss mich entscheiden, wo es reinkommt oder wo es rauskommt. Oder ich kann das jeweilige Event spielen. Das wäre in diesem Fall Guns of August. Escalate or deflate one of your death contracts by up to 2 steps. Then command one influence cube. Das heißt, ich kann die Defcon-Leiste um 2 Schritte hoch oder runter schieben, irgendeine, und kann dann einen Einflusswürfel irgendwo platzieren. Das ist schon mal eine ganz praktische Sache. Hieran sehen wir, dass das, was wir da machen, mit dem Defcon zu tun hat. Das hier hat indirekt, aber auch ziemlich direkt auch mit dem Defcon zu tun, denn wenn ich 3 Würfel platziere, sagen wir mal, ich nehme jetzt hier, ich spiele die als Ami, habe hier 3 Einfluss-Cubes und platziere die. Oh, ich hatte ja hier Berlin genommen als Ziel oder als Agenda und würde diese 3 Würfel nach Berlin platzieren als Ami, dann wäre das so, dass ich meinen Defcon-Marker um 1, 2 Felder hochschiebe. Erste ist umsonst, zweite kostet 1, dritte kostet 1. Macht also insgesamt 2 Felder hoch. Bin ich hier haarscharf an der Grenze zum einer, der darf jetzt auf keinen Fall mehr hoch in der nächsten Runde. Ja, das ist schon echt, echt hakelig. Erzähle ich gleich mal, wie das nochmal daneben gehen kann. Das geht nämlich ganz, ganz, ganz schnell. Ist es jetzt so, dass ich als Ami zum Beispiel den Missile Trade auf der Hand habe und möchte den spielen? Denn auch der bringt mir 3 Würfel. Oder ich kann sie rausnehmen. Ne? Mit dem rausnehmen kann ich den Death Contract entsprechend auch wieder senken, so wie ich ihn eben gestartet habe. Müsste ich diese Karte zuerst meinem Gegenüber geben. Mein Gegenüber liest dann das Ereignis, das natürlich gut ist für ihn. In diesem Fall, remove up to 3 USSR Influence Cubes in total from one or more Battlegrounds. Ja, das ist gut, wenn man keine Influence Cubes mehr hat, denn die sind endlich. Nicht so unendlich wie zum Beispiel bei Twilight Struggle, denn hier ist wirklich Ende, das ist begrenzte Krise. Und mein Gegenüber entscheidet sich dann, spielt er das oder spielt er das nicht. Und dann kann ich diese 3 Würfel platzieren. Entsprechend der Command-Fähigkeit. Ne? Ich commande die Influence Cubes. Und genauso ist es umgekehrt, wenn ich halt eine Ami-Karte ausspiele und die muss der Russe zuerst mir zeigen, wenn ich der Ami bin. Wenn ich der Ami selber bin, kann ich mich halt entscheiden, was davon ich machen will. Event oder Würfel platzieren. In meiner Runde bekomme ich jetzt 5 Karten. So, ich nehme mal hier die obersten 3 vom Stapel. 1, 2, 3, das ist meine 5er Hand. Jetzt ist es so, den ersten Zug beginnt der Russe. Danach beginnt derjenige, der vorne liegt. Und zwar nicht zwingend mit Karten ausspielen, sondern damit zu bestimmen, wer Startspieler ist und wer nicht. Und es ist in manchen Situationen echt wichtig, diese Reihenfolge einzuhalten, beziehungsweise diese Reihenfolge beeinflussen zu können, in der man dran sein möchte. So, das sind die Karten, die ich spiele. Und die spiele in meiner Strategiephase, wie ich die Karten spiele, habe ich gerade erklärt. Aber ich spiele bis auf eine. Und jetzt sagen wir mal, ich bin Ami, hatte ich ja gesagt. So, und ich behalte diese Karte. Habe ich nicht gespielt, obwohl die echt mächtig ist, mit 3 Würfeln oder einem dicken Ereignis. So, die Karte, die überbleibt, lege ich ins Aftermath, hier unten rein. So, das ist am Ende jeder Runde eben, dass jeder Spieler eine Karte überbehält und die da unten rein spielt. Ist wichtig für die Endrunde. Und man spielt natürlich liebend gerne eigene Karten da rein, denn das ist einfach nochmal meine Mehrheitswertung am Schluss. Da werden die Würfel auf den Karten gezählt und das wäre in diesem Fall schon mal 3 Stück. Ja, das passiert also in jeder der 3 Runden. Zusätzlich kann man über Mehrheitsverhältnisse auf dem Brett dann noch was machen.
Denn am Ende einer Runde wird der World Opinion Bonus ausgeschüttet. Ja, das ist also das Letzte, was man in der Strategierunde macht, ist eben diese Karten platzieren. Ich suche jetzt hier nochmal eine Karte für die Russen raus, dass das so Fairness halt auch liegt. So. Und wir wären jetzt hier beim World Opinion Bonus. Da liegt jetzt nichts. Ich habe auch keine komplette Runde gespielt, aber es ist immer so, dass wer jetzt beispielsweise die Mehrheit hat, einen Bonus bekommt. So, hier wäre nichts, hier wäre unentschieden im United Nations Hauptquartier. Ja, da passiert gar nichts. Das heißt, der Personal Letter bleibt. Das ist diese Karte, da erzähle ich gleich nochmal was dazu. Personal Letter. Dann haben wir hier die Alliances. Bei den Alliances, das heißt Extra Aftermath Card, das ist nicht schlecht. Da ziehe ich die oberste Strategiekarte, die hat dann die Mehrheit. Ne? In dem Fall wäre es der Russe, zieht die oberste Karte, sieht, Ami-Karte. Leg die lieber ab. Das heißt, ablegen heißt, sie ist ziemlich sicher aus dem Spiel. Und es heißt auch, sie kommt nicht ins Aftermath. Er kann aber auch, gucken wir mal weiter, natürlich eine russische Karte ziehen. Oder er kann auch eine neutrale Karte ziehen. Die kann man natürlich auch anspielen und bluffen. Die anderen ein bisschen unter Druck setzen. Aber es kommen hier lange, lange keine roten Karten gerade. Mensch, sind die denn alle? Da. Oder, wie gesagt, er spielt eine russische Karte, sagt, oh Mensch, ja, die nehmen wir und die lege ich jetzt zusätzlich rein ins Aftermath. Und die wird dann eben am Ende der Runde oder am Ende des Spiels in dieser Aftermath-Phase ebenso gezählt werden. Letzte Möglichkeit des World Opinion Bonus ist hier Television. Und übers Fernsehen, Meinungsmacher, kann man den Death Contract oder einen Death Contract nach Wahl um ein oder einen hoch oder einen runtersetzen. Na, das haben wir hier. Würden wir sagen, die Russen haben alle in 2. Der Ami steht da, aber hätte jetzt zum Beispiel der Russe hier die Mehrheit. Der Russe wahrscheinlich diesen hier runtersetzen. Oder die Differenz sehr groß. Ne? Und der Ami könnte immer noch drauf spielen, weil das wären ziemlich viele Punkte für ihn. Dann würde ich sagen, würde der Russe hier rausziehen. Einer von beiden muss es sein. Gibt's nichts. Kann man nichts tun. Das ist der World Opinion Bonus. Danach werden die Agendas einfach ausgeschüttet. Und nehmen wir einfach mal an, das Ganze liegt so, wie es jetzt liegt. Das ist natürlich jetzt nicht repräsentativ. Dann wäre die russische Agenda Italien gewesen. So, nichts ist passiert. In diesem Fall würde sogar die USA einen Punkt bekommen. Drehen wir hier um, die US Agenda ist Berlin. In diesem Fall würden 2 Punkte auch hier an die USA gehen. Das ist alles. Dann gibt es hier noch einen Bonus, jeweils einen Bonuspunkt für beide. Das heißt, einmal zurück, weil das hier die russische Agenda ist, und einmal hoch, also bleibt das alles, hebt sich im Grunde auf, weil es die deutsche Agenda ist. Man rechnet das dann gegen und trägt die Punkte auf dieser Leiste ab. So, in diesem Fall wäre jetzt alles gut. Es gibt aber, jetzt hatte ich ja am Anfang gesagt, böse Karten. So, die man schlicht und ergreifend vergessen kann. Also nicht vergessen, weil sie Mist sind, sondern einfach nicht dran denkt. Hätte ich jetzt zum Beispiel Military gespielt. Nee, Political ist es. Wir nehmen mal Political. Das ist viel spannender vom Beispiel her. Wir nehmen Political. Political. So. Bei Political ist es nämlich so. Angenommen, irgendjemand hätte Political gespielt. Das wäre ja für beide möglich gewesen in dieser Runde. Dann wird zuerst, bevor diese Karte ausgewertet wird, jeder DEFCON-Marker im Political, der auf DEFCON 2 ist, um ein Feld angehoben. Das würde dann so aussehen. Wir sind hier, DEFCON 2, die sind beide in DEFCON 2. So und so. Und? Seht ihr was? DEFCON 1 für die Amis. Das heißt, es ist kein Zurück mehr da. Das wäre es gewesen. In diesem Fall. Denn World Opinion, wo man nochmal hätte was machen können, kommt davor. Ja? Und damit wird das Spiel in diesem Fall zu Ende. Denn nach Resolve Agendas kommt Check for Nuclear War. Haben wir da. Ist das Spiel dann nicht zu Ende? Wäre das also hier gelandet, so wie es in der ersten Auswertung war, kämen wir hier in Runde 2 und das Ganze würde wieder so anfangen. Nach Runde 3 ist Schluss. 3 Runden, die so ablaufen wie die Runde, von der ich jetzt berichtet habe. Nach Runde 3 ist Schluss. Und der Aftermath-Stapel wird ausgewertet. In diesem Fall haben wir hier 3 Punkte Amiland und 4 Punkte für die Russen. Ja, das ist eine ganz klare Mehrheit für die Russen und das würde bedeuten 2 Punkte für Russland. Also es gibt dann keine Differenz, sondern es gibt dann wirklich 2 Punkte für den, der die Mehrheit da einfach hat. Wer dann die meisten Punkte hat, nach dieser Aftermath-Phase, der gewinnt.
es ist jetzt wirklich schwer, dieses Spiel, das sage ich jetzt schon mal, bevor wir uns gleich im Fazit nochmal sehen, dieses Spiel so packend rüberzubringen, wie es wirklich ist. Ja, das sind jetzt hier die nackten, nüchternen Fakten. Und letztendlich ist es hochspannend. Ja, ich werde da gerne noch mal ein bisschen was zu erzählen. Es ist hochspannend, es ist wirklich ein Nägelkau. Effekte, die hier auftreten. Man stürzt von einem Dilemma ins nächste. Wo soll ich hin? Dieses und nicht. Und jenes. Ich erzähle euch mal ein, zwei Kleinigkeiten hier. Und das ist wirklich, wirklich spannend. Und hat unheimlich viele Zock-Elemente, Bluff-Elemente. Es ist Wahnsinn, was an kleinen Gemeinheiten dieses kleine Spiel passt. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Ganz wichtige Sachen zum Nachtrag nochmal. Kuba, sehen wir hier, ist ein zusammenhängendes Schlachtfeld. Wenn ich in Kuba die Mehrheit habe und eine Kuba-Agenda spiele, zählen auch angegliederte Schlachtfelder. Das sehen wir hier am Plus X. Angenommen, ich hätte als Russe eine Kuba-Agenda und wäre so aufgestellt, dann würde ich hier bekommen einen Punkt, weil, wir haben gerade gesagt, es gibt eine militärische Kuba-Agenda. So, ein Punkt Differenz. Angeschlossen ist der Atlantik. Ist nochmal ein Punkt, weil Mehrheit für die Russen. Kuba ist auch angeschlossen, Kuba Political, allerdings ist hier unentschieden, deswegen kein Punkt. Sind wir also bei 2 Punkten. Würde das so aussehen, wären wir bei 3 Punkten. Würde das so aussehen, wären wir bei 0 Punkten, denn in Kuba Military muss eine Mehrheit herrschen, damit diese Angeschlossenen auch Punkte abwerfen. Sehr, sehr spannende Sache. Zusätzlich kann ich meine Karten, das zeige ich doch mal zum Schluss, mit dem Personal Letter ausspielen. Eine Karte, der Personal Letter wandert dann zu meinen Nachbarn, ist dann in dem Fall einfach ein Punkt Mehrwert, die Karte. Ist auch im richtigen Moment eine wichtige Sache, aber immer bedenken, ein Würfel mehr heißt in der Regel auch DEFCON ein hoch. Und das ist das, was man hier einfach im Auge haben muss. So, schlicht und ergreifend, das war's. Tolles Spiel. Wir sehen uns gleich zum Fazit, obwohl ich jetzt schon so viel vorweggenommen habe. Ich mag's halt einfach. Bis gleich. So, das war die Erklärung zu 13 Days. Wir sehen, das ist ein relativ zügiges Spiel mit knackigen Regeln und schon auch einem Poker-Element. Also Pokern jetzt nicht im Sinne von, funktioniert wie Poker, sondern im Sinne von, man muss so gegenseitig pokern. So, es ist noch mehr Gezocke. Und wenn ich jetzt natürlich das naheliegendste ranziehe zum Vergleichen, ist Twilight Struggle oder Gleichgewicht des Schreckens eben, dann ist dieser Poker-Effekt hier nochmal deutlich konzentrierter. Dieses sich beäugen, sich umschleichen. Denn für alles, was man hier macht, hat man eben keine Zeit. Man hat einfach die Zeit immer im Nacken. Man spielt so eine Kartenhand runter, die Runde ist zu Ende. Und man weiß, in 3 Runden ist hier Ende und das läuft gerade gar nicht für mich. Ne? Und das ist gewaltig. Und das geht beiden so. Das ist das Faszinierende. Das geht beiden so. Ich habe ja diese Agenda-Phase, wo ich meine Karten oder eine meiner 3 Agenda-Karten verdeckt lege, aber auf alle 3 mögliche Agenten eben ausliegen habe. Und mein Gegner eben auch. Und das ist halt so eine Sache. Ich muss natürlich schon Punkte machen in diesem Bereich, aber das Ganze auch so unauffällig, dass möglichst spät mir auf die Schliche gekommen wird, wie ich mich denn hier gerade versuche zu positionieren. Und das ist höllenschwer mit den paar Karten, die ich ausspiele. Und das ist gerade so, das ist der Reiz. Wie mache ich das? Wie spiele ich das? Wie pushe ich, unter Umständen diesen DEFCON oder einen dieser DEFCON-Marker, dass er mir möglichst viele Punkte bringt, dass aber ich am Ende nicht über die Klippe springe, weil das Ganze eben zu hoch geht und in der nuklearen Vernichtung endet. Das ist also schon, das ist spannend, Das ist auch so ein Kartenspiel, wo man wirklich die Karten sleeven sollte, denn es geht einfach ziemlich viel Schweiß drauf beim Spielen. So, ne? Das ist, und das Schöne des Spiels ist wirklich, das ist tatsächlich genauso knackig, wie es rüberkommt. Man spielt es in einer halben, dreiviertel Stunde. Und hat aber das Gefühl, man spielt ein episches, großes Strategiespiel. Das ist das Schöne. Das Spiel hat unheimlich viel Tiefe. Und es ist quasi die Essenz von Twilight Struggle. Ergänzt eben um diese Agenda-Phase, aber auch eben auch ergänzt um noch mehr Poker-Elemente. Aber dieses Einfluss platzieren und eben das Kartensystem, dass ich Karten habe, die mir nichts nutzen, aber meinem Gegner dafür umso mehr, das ist eben so der Kern von Twilight Struggle und das ist hier eben auch so. Bloß hier ist es ganz oft so, dass ich es einfach ganz schwer nur hinkriege.
eine Karte zu spielen, wann sie meinem Gegner am wenigsten nutzt. Das ist hier, weil es eben noch alles viel zackiger, viel knackiger, viel enger ist. Und das ist, ja, das ist einfach ein Dilemma. Na, das ist eines der weiteren Dilemmas, die ich hier beim Spielen habe. Und das macht Spaß. Also das ist dieser Druck, unter dem man eben steht. Wohingegen ich oftmals das Gefühl habe, dass die Karten, es gibt einfach mehr Karten, habe ich das Gefühl, die nicht so schlimm sind, wenn man sie ausspielt. Während es bei Twilight Struggle wesentlich heftigere Karten gibt. Aber jetzt wollen wir mal von Twilight Struggle hier mal weg und gehen mal zum Thema. Das Thema ist natürlich in Deutschland, denke ich, nicht sehr weit verbreitet, auf dem Spielemarkt sowieso nicht und sicherlich auch vielleicht nicht bei jeder Käufergruppe angesagt. Ich sage das jetzt einfach mal, weil das Spiel kommt ja bekanntlich auf Deutsch raus zur Messe. Und finde ich super. Ich finde es toll, dass solche Spiele eben rauskommen, auch auf Deutsch. Ich hoffe dadurch, dass vielleicht der Markt sich doch nochmal ein bisschen vergrößert in Richtung solcher Spiele, weil es einfach dieses Geschichtselement, es geht ja hier gar nicht um Kriegstreiberei, es geht einfach darum, dieses Geschichtselement zu verfestigen und das Ganze eben thematisch rüberzubringen. Und Thema hat es, das Spiel. Also, nicht ganz so groß wie beim großen Bruder. Das ist hier noch ein bisschen zurückgefahren, das Thema im Vergleich zur Spielmechanik, meiner Meinung nach. Wäre aber auch so mein einziger Kritikpunkt, den ich habe. Aber letztendlich spiele ich hier ein episches Strategiespiel. Das ist wirklich was, ich bewege hier was in ganz kleinen Maßstab, in ganz kleiner Zeit. Das ist großartig, das macht einfach Spaß. Und auch das ist ein Spiel, das ich wirklich jederzeit auf dem Tisch haben kann, wo man mich anrufen kann, kommst vorbei, spiel 13 Days oder ich komme vorbei, spiel 13 Days, ja, gerne auch zweimal, gerne auch dreimal, super. Also noch habe ich es lange nicht über und beherrsche ich es lange noch nicht gut, muss ich sagen. Es ist auch ein Spiel, das man so ein bisschen bändigen muss, wo man erstmal guckt, es gibt hier ja keinen Sudden Death Sieg, es wird ja immer bis zum Ende gespielt, es gibt keinen Sudden Death Sieg, wo man sagt, okay, du bist jetzt hier oben angeschlagen mit 5 Punkten, das war's, wir sind fertig, nein, gibt es nicht. Und dementsprechend ist immer noch am Ende alles möglich. Je nachdem, wie doof man sich anstellt während des Spiels. Und da ist es ganz oft so, ich bin immer noch nicht sicher, was ist denn hier ideal. Also ist es ideal, wirklich auf hohe Punkte zu spielen, aber dann kommt mir jeder auf die Schliche, was ich vorhabe. Ne? Wenn ich also wirklich sage, ich brauche meine Punkte im militärischen Schlachtfeld von Kuba und lege da alle Klötze rein, dann weiß doch jeder, also beziehungsweise mein Gegenüber sofort, was ich vorhabe. Das ist einfach... ja, das ist so dieses Ausloten immer noch. Und da bin ich immer noch nicht ganz auf dem goldenen Weg, sage ich mal. Und das ist eben das Schöne. Ne? Also ich bin immer noch am Ausloten und freue mich diebisch auf die nächste Partie. 13 Days, großartiges Spiel, würde ich sagen. Ich würde sagen, natürlich schon für zwischendurch, aber auf sehr hohem Niveau einfach. Und mir sind es locker 8,5 Punkte wert. Und ich freue mich einfach... ich freue mich einfach, dieses Spiel zu haben und demnächst wieder zu spielen. So viel kann ich sagen. Das war's an dieser Stelle auch von uns mit 13 Days. Noch der Hinweis eben, wie gesagt, die deutsche Version kommt. Ich weiß gar nicht, ob die Vorbestelleraktion noch läuft. Zur Messe soll es da sein. Das wird dann, glaube ich, eine andere Schachtel bekommen, ein anderes Schachtelformat. Und was sich sonst noch ändert, weiß ich nicht hundertprozentig, aber viel ändern muss ich nicht. Das Spiel ist einfach super. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Wenn es euch oder wenn ihr irgendwas anzumerken habt zu dem Spiel oder auch kritische oder konstruktive Kritik, dann kommentieren. Oder auch, wenn ihr das Spiel kennt, wie findet ihr es? Vielleicht seht ihr es ganz anders, vielleicht seid ihr völlig enttäuscht davon oder so. Sagt, oh Gott, das ist mir viel zu wenig irgendwie. Aber, wie gesagt, einfach schreiben. Das würde mich interessieren. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zugucken, wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.